Schmerz, Leidenschaft, Teamplay, das sind Begriffe, die in dieser Tortur sicher noch mal fallen würden. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur Seitenlinie. Ultraradsport ist das heutige Thema, weil der Countdown läuft. In 16 Tagen wird der einzigartige Velorennen wieder starten. Ich begrüße heute Abend den Günther Wagner. Er ist OK-Präsident und Gründungsmitglied der Tortur. Hallo. Guten Abend, Günther. Hallo. Günther, die Zeit läuft. Was müsst ihr da noch alles machen? Sind ihr bereit? Ja, wir hoffen es natürlich. Wie jedes Jahr ist es, je näher es zum Event kommt, umso spannender. Wir versuchen natürlich noch die letzten Puzzlesteine da aneinander zu bringen. Aber das wird uns schon gelingen. Ich denke, wir sind dieses Jahr sehr, sehr gut im Zeitplan. Das kommt schon gut. Nervosität ist da ein Thema bei euch? Das ist immer so. Das ist klar. Wenn man sowas macht, dann braucht es natürlich auch eine gewisse Nervosität, ein Gefühl im Bauch. Sonst könnte man die Motivation gar nicht aufbringen, alles dann hin zum Event richtig aneinander zu reihen. Und ja, das kommt schon. Was müsst ihr noch alles machen? So Detailplanung, was steht da noch alles an? Die ganze Sache ist in der Zwischenzeit so groß geworden, dass man ja 1000 verschiedene kleine Details aneinander reihen muss. Und das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach. Man muss den Überblick bewahren. Man muss die Dinge richtig verteilen auf die einzelnen Ressorts und Bereiche und das dann wieder zusammenfügen, die Schnittstellen beachten. Ja. Ihr seid das Vierte, aber du hast mir vorhin gesagt, eben ein grosser Pulk, der euch hilft. Wie könnt ihr das so miteinander managen? Das ist so. Wir sind zu viert als Gründungsmitglieder, aber im gesamten Vorstand sind wir 7 und im OK sind wir ca. 25. Im erweiterten OK 30 und dazu kommen dann noch ca. 250 bis 300 Helfer. Also eine große Zahl, die da hilft. Ja, das ist eine extrem große Zahl und denen gebührt die größte Anerkennung. Also ohne die wäre das überhaupt nicht möglich und großen Respekt vor den Leuten. Jetzt machen wir das vierte Mal, wo wir da durchführen. Alles schon Routinen oder jedes Mal wieder, da müssen wir noch mal genau anschauen. Ja, gewisse Abläufe ist natürlich schon so, dass man die kennt. Man kennt, wo die Ecken, man weiß, wo die Ecken sind, wo die Kanten sein könnten. Da kann man von einer gewissen Routine sprechen. Aber es verändern sich natürlich auch von jedem Jahr zum nächsten gewisse Dinge und Prozesse. Und die muss man natürlich dementsprechend gut planen, dass sie halt dann auch wirklich funktionieren. Gibt es etwas Neues da? Ja, wir sind ja so, dass wir immer wieder für eine Überraschung gut sind. Ja, wir versuchen es natürlich. Die größte Neuigkeit ist die, dass wir mit der Location gewechselt sind von Neuhausen nach Schaffhausen in die IWC Arena. Das bringt natürlich ganz neue Abläufe mit sich. Denkt man nur mal an das ganze Prozedere beim Check-in, bei den Inspections, beim Briefing. Und da sind wir gespannt, wie das läuft. Ich glaube, die IWC Arena ist eine tolle Location für uns. Wir haben einen neuen Technikpartner, der die dann ausstatten wird und dann unsere Bedürfnisse anpassen wird. Also da freuen wir uns auch drauf und schauen wir halt einmal, wie das kommt. Jetzt, ihr seid Organisatoren. Natürlich braucht es auch noch Velorennfahrer, die da mitmachen. Kontaktiert ihr die oder kommen die? Könnt ihr sich anmelden? Wer kommt da alles? Was weißt du da ganz genau? Ja, wir haben dieses Jahr wieder ein Rekordteilnehmerfeld. Das ist das Schöne dran. Unser Anmeldefenster beginnt immer am 11.11. um 11.11 Uhr zu laufen. Und zur diesjährigen Tortur 2012 ging das sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde waren alle Startplätze vergeben. Wir haben das natürlich limitieren müssen in den einzelnen Kategorien, denn die Kapazität ist beschränkt, ist limitiert und auf das müssen wir natürlich Rücksicht nehmen. Ist natürlich eine riesengroße Freude und auch irgendwo ein bisschen Brot und Lohn für die viele Arbeit, dass das Interesse an der Tortur so groß ist. Das freut uns extrem und da sind wir auch natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass die Teilnehmer das so schätzen. Ja. Jetzt Einzelfahrer, Zweierteams, Viererteams, Sechserteams, Handpike-Team. Ja. Gibt es da bekannte Gesichter, die da kommen? Ja. Also man muss überhaupt sagen, die ganze Ultracycling-Szene ist eigentlich so, dass sie fest in Schweizer Hand ist im Moment. Wir hatten jetzt vor circa 5 Wochen das RAM, das Race Across America, angekoppelt an dieses Rennen ist noch das Race Across the West, das ist die kürzere Version, das hat der Dani Wies aus dem Wallis gewonnen.
und das Solo Ram bei den Damen die Tricks zu kracken. Auch ehemalige Tortursiegerin und bei den Herren der Reto Schoch. Also drei Schweizer Sieger beim größten und bedeutendsten Ultracycling-Rennen der Welt. Und die drei sind da alle bei der Tattoo am Start. Also wir sind stolz darauf, dass wir da so ein Klassefeld mit so tollen Akteuren in Schaffhausen begrüßen können. Ja. Wolltest du noch etwas sagen zu den Teams? Dort weiß man ja auch, dass immer spezielle Leute kommen. Ja, wir haben natürlich 35 Zweier, 40 Vierer und 24 Sechser Teams. Da verstecken sich natürlich sehr viele prominente und gute Sportler dahinter. Möchte gar niemanden herausgreifen. Kommen aus den verschiedensten Bereichen, also aus dem privaten Bereich, aus Vereinen, aus Freundschaften, aber auch aus Firmen, aus Corporates. Da haben wir eine eigene Kategorie geschaffen mit den Sechser-Teams. Da sind also Leute aus der Wirtschaft mit dabei und in den Lareus-Teams, da werden in den letzten Tagen dann immer die Nennungen bekannt gegeben. Sind wir auch schon gespannt, welche Prominente da diesmal im Start sein werden. Mir in dem Fall auch. Was aber bekannt ist, ist die Strecke. Ja. Jetzt die 992 Kilometer, die da sind, durch die Schweiz durch. Gibt es da irgendwelche Änderungen oder haben wir alles beibehalten? Im Großen und Ganzen ist es in etwa gleich. Es gibt gewisse Anpassungen. Es sind 1010 Kilometer in etwa in Summe jetzt. Die letzte Anpassung ist ganz aktuell vom letzten Wochenende der HPNA. Eigentlich der ganze Vater der Tour hat das letzte Woche noch abgefahren und ist draufgekommen, dass wir bei der Passage von Balstal nach Laufenburg eine Straßensperre drin haben, die noch bis Oktober dauert. Und dann müssen wir wieder auf den Kurs von 2010 zurückgreifen, der extrem profiliert ist, der noch einige ganz giftige Anstiege drinnen hat, bis über 20%, wo im Jahr 2010 der eine oder andere wirklich absteigen musste, die Laufschuhe zurückgreifen musste auf die Laufschuhe. Die eine oder andere Träne ist auch geflossen. Und das wird spannend, wenn wir im letzten Abschnitt oder vorletzten Abschnitt der Tour dann diese sehr, sehr anspruchsvolle Strecke dann noch mit drin hat und zu bewältigen hat. Ja. Die Strecke, die haben die ja dann eben abgefahren, wie du jetzt gerade gesagt hast. Einige Male. Hat sie auch gewisse Risiken in sich? Oder ist es einfach nur wahnsinnig streng? Naja, die Strecke als solche hat keine Risiken. Das würden wir gar nicht freigeben als solches. Aber die Risiken, die ein solches Rennen mit sich bringt, dessen muss man die Teilnehmer oder müssen sich die Teilnehmer einfach immer bewusst sein. Das ist die Müdigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, das Zusammenspiel untereinander in den Teams. Das sind halt Faktoren, auf die muss man sich gut vorbereiten. Ja. Jetzt startet am Freitag, so viel ich gelesen habe. Wann muss der Zuschauer kommen? Wann ist es besonders spektakulär bei euch? Ganz sicherlich ein Prolog, der ist ja am Donnerstag, den 16. August um 16 Uhr, beginnt der bis ca. 18.30 Uhr am Rheinfall. Dort wird sicherlich wieder dementsprechend große Besucherzahl geben. Dort hat man auch die Möglichkeit, hautnah die Teilnehmer zu sehen, vielleicht mit denen sogar in Kontakt zu treten. Und das, vor dieser wunderschönen Kulisse des Rheinfalls ist das sicherlich ein gewisses Spektakel. Ja. Und nachher, wann startet denn nach dem Prolog die einzelnen Fahrer? Der Prolog gibt ja die sogenannte Startreihenfolge vor. Das heißt, man kann sich mit einer guten Prologzeit gewisse Bonuszeiten erwirtschaften und die nimmt man dann mit ins Rennen. Das Rennen startet am Freitag in der Früh um 2 Uhr, also in der Nacht, direkt an der IWC Arena, also in der Halle. Draußen an der Breitener Straße ist der Startbogen und dann geht es dann los auf die Runde über 1000 Kilometer rund um die Schweiz. Ja. Wann rechnen wir mit den ersten Rückkehrenden? Je nach Wetterbedingungen natürlich, wenn das Wetter halbwegs vernünftig ist, dann rechnen wir, dass die ca. zwischen 10 und 11 Uhr am Samstag ins Ziel kommen. Also das sind dann so 33 Stunden in etwa, die der schnellste Teilnehmer oder der schnellste Teilnehmer der Team dann für die Strecke braucht. Das ist dann ein super Schnitt mit dann die 30 Stundenkilometer oder mehr. Ja. Günther, Organisation läuft, hast du gesagt vorhin. Ja. Die letzten Details, was wünschst du da? Was ist das Ziel für dich jetzt da, für die diesjährige Tour? Ein unfallfreies Rennen. Dass alles glatt läuft, dass wir den Teilnehmern eine gute Veranstaltung bieten können.
dass alle zufrieden sind dann am Sonntag beim Brunch, dass sie ja, auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen können, auf etwas, das man so nicht alle Tage erlebt, das man auch für sich behält, dass Freundschaften geknüpft werden etc. etc. Das sind alles Dinge, die diesen Event irgendwo so spannend machen, neben dem sportlichen Aspekt. Ich möchte noch dazu sagen, wir haben entlang der Strecke auch Medical Teams, wir haben Motocrews etc. und Schiedsrichter, Officials, und das sollte alles eigentlich mit den Teilnehmern Familie sein. Und auf diesen familiären Charakter legen wir großen Wert, also dass der Teilnehmer nicht nur eine Startnummer hat, sondern wirklich sich wohlfühlt, ja, in dieser Veranstaltung. Die Veranstaltung haben wir jetzt 4 Jahre gemacht, so über alles hinweg gesehen. Gibt es da noch eine längere Zukunft? Ja, das wird sich weisen. Grundsätzlich sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir hatten, als wir das Ganze ins Leben gerufen hatten, eigentlich vor, das 3 Jahre zu machen und sind jetzt schon im 4. Es wird ganz bestimmt ein 5. Jahr geben. Was darüber hinaus passiert, werden wir dann schauen. Günther, herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du uns ein paar Sachen zu der Tortur hast können sagen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Team zusammen bei der Organisation von der Tortur 2012. Vielen Dank, Martin. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, wenn Sie in einer Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heisst Seitenlinie. Einen schönen Abend miteinander.